Moin, moin. Lust auf Cowboy und Indianer spielen? Zumindest war das das, was ich früher mal so gedacht habe, wenn ich diese Lokomotive gesehen habe. Santa Fe, wow. Amerikanische Diesellok von Märklin. Gab es auch von vielen anderen Herstellern. So als Kind habe ich mir dann immer die Nase vorm Laden platt gedrückt. Hab dann gedacht, geil, die jetzt mit meinen Plastik-Indianern und Cowboys. Achso, Indianer darf man ja heute auch alles nicht mehr sagen, aber ich darf das jetzt sagen, weil das damals, glaube ich, politisch korrekt war. Okay, also belassen wir es beim Cowboy- und Indianerspielen. Ich wollte die immer durch meine texanische Cowboy-Landschaft fahren lassen und, glaube ich, großer Postraub spielen oder sowas. Heute habe ich diese Lokomotive, damals hatte ich sie nicht. Und ich wollte mal über diese legendäre Serie mit euch sprechen. Und da gab es in meinem Lieblingskatalog, der zu meiner Sammlung passt, von 1965, halt die zwei Ausführungen. Und zwar einmal die gerade schon gezeigte, ne? Die Santa Fe, einmal mit der 3060 mit Motor, was übrigens auch mal ganz gut daran zu erkennen ist, dass, ups, nehmen wir mal die andere Seite, die ist schöner, dass auf dem kleinen Bildchen dann ein rosa oder heute würde man sagen magentafarbenes M drauf ist. Das steht dafür, dass dies hier die motorisierte Einheit ist. Und dann gibt es für die Santa Fe dann noch die entsprechend 4060. Und das ist dann die Maschine ohne Motor, nur beleuchtet. Die habe ich leider noch nicht. Ich suche noch eine. Ich zeige euch auch gleich, wie die aussieht. Und es gibt heute noch, wie angekündigt, ich habe die Auktion gewonnen. Es gibt ein Unboxing. Ist das wirklich live mit euch? Ich habe den Karton noch nicht aufgemacht. Ich weiß, dass die Lokomotive nicht in so einem guten Zustand sein wird, aber also ihr könnt dann live entweder meine Enttäuschung oder Begeisterung sehen. Das war dann ja das zweite Modell. Also da geht es dann tatsächlich um die New Haven. Und um das Modell 3062 und 4062, die beide schon zu der Zeit da waren. So, ich nehme jetzt aber mal erst hier die 3060 aus dem Karton und zeige sie euch mal. Das ist meine aktuelle 3060, wirklich in einem schönen Zustand. Das ist nicht neu. Aber die läuft ganz hervorragend. Ich setze sie gleich auch nochmal auf die Schienen. Aber vorher wollte ich euch zu dem Modell natürlich was erzählen, weil ich glaube, so oft wird das nicht gesprochen. Ich hatte ja letztes Mal auch schon angekündigt in der Episode 7. Oh, die hätte ich gerade laufen lassen. Guck mal, jetzt wieder dieser Geruch da, ne? Total irre. Also, ich fange schon wieder an. Ich hatte euch ja letztes Mal auch von den No-Hubs erzählt. Die No-Hubs werde ich heute nicht rausholen, weil ich eben just die New Haven bekommen habe in dem noch verschlossenen Karton. Und wir werden heute dann auf die Santa Fe und die New Haven ein bisschen eingehen. Und ich werde da auch ein bisschen was zu der Geschichte erzählen, weil ich habe mich nicht ganz ohne Grund in die ganze Story mal so ein bisschen eingelesen, weil das kam eigentlich dadurch, dass ich gedacht habe, verdammt, diese Schnauze, die hat doch verdammt viel Ähnlichkeit mit unseren beliebten No-Hubs. Und ich hatte mich eigentlich nie so richtig mit amerikanischen Lokomotiven beschäftigt. Ich wollte die natürlich immer für meine Sammlung haben, auch der Vollständigkeit halber.
Und ich habe mir heute auch noch einen Wagen dazu gekauft. Den zeige ich euch auch gleich noch. Der hat einen ganz schönen Zustand. Ja, das ist das, was heute so in dem Video stattfinden soll. Also, Santa Fe oder sagen wir erstmal die Lokomotive. Diese Lokomotive wurde bereits schon vor dem Krieg entwickelt und kommt von der General Motors EMD. EMD steht für Electromotive Division und ist eigentlich ursprünglich mal als Güterzuglokomotive konzipiert gewesen. Mit einer wirklich cleveren Idee, dass man nämlich immer A und eine sogenannte B-Unit, die dann ohne Führerhaus war, hinten dran hängen konnte. Und das konnte man dann beliebig verlängern. Ich weiß nicht, es gibt da glaube ich Einheiten mit bis zu drei, vier B-Units, die dann da hinten dran stehen. Das sind dann immer jeweils zusätzliche Maschinen, um noch mehr Gewicht ziehen zu können. Auf den ewig langen geraden Strecken in den USA, bei der Spurbreite geht das wohl auch ganz gut. Und somit konnte man da enorme Zugleistung zustande bringen. Außerdem war es ja in den 30er Jahren nicht so wie bei uns in Europa, dass man relativ kurze Strecken zu überbrücken hatte, sondern um von Stadt zu kommen in den USA, muss man wirklich lange Strecken fahren. Das brauche ich euch nicht zu erzählen, das weiß jeder. Und auf diesen langen Strecken wurde dann auf Dieseltraktion gesetzt, weil niemand auf solchen langen Strecken Oberleitungsmasten setzen wollte. So, von dieser Lokomotive in dieser Form als F7 von Märklin damals angeboten. Ihr werdet nachher sehen, F7 und die New Haven, die als F9 angeboten wird. Da gibt es keinen Unterschied außer die Lackierung. Und in Wirklichkeit ist es auch so, unterscheiden sich diese beiden Maschinen nachher auch nur durch ihre Leistung und vor allem auch durch die Anzahl der gebauten Einheiten. Also von diesen sogenannten A-Units wurden 7592 Lokomotiven gebaut von EMD. Und von den B-Units, die man da hinten anhängen kann, 2904. Das heißt, diese Lokomotiven fuhren auch mit Führerhaus in Doppeltraktion, so wie man das dann auch von den Bildern kennt, ja, aus dem Katalog, aus dem berühmten. Und hat ansonsten halt eben diese B-Units hinten dran gehängt. Ja, genau, das ist das. Der Prototyp von dieser hieß damals FT. Und wurde schon 1939 auf die Schienen gestellt. Hatte damals schon 1000 kW Leistung, beziehungsweise 1350 PS. 555 Stück von der ersten. Und bis 1960 wurden diese Lokomotiven produziert und in den Versionen F2 bis F9. Von der F9, wie wir sie von der New Haven kennen, die angeblich eine F9 sein soll, ist noch was Spezielles, gab es nur noch ganz, ganz wenige Maschinen. Produziert wurden diese Lokomotiven überwiegend in Lagrange. Lagrange, wer kennt ZZ Top nicht? ZZ Top hat einen Titel, der besingt die Stadt Lagrange. Und ja, kleiner Fun Fact: Da geht es eigentlich um ein Bordell in Lafayette. Und dieses Bordell heißt Chicken Ranch. Warum heißt es Chicken Ranch? Auch ganz lustig.
Diese Chicken Ranch hat den Namen bekommen, weil man pro Dienstleistung der Damen ein Huhn mitbringen musste. Und irgendwann rannten da so viele Hühner rum, dass das also bei allen nur noch Chicken Ranch hieß. Und das ist halt der Titel, der Hintergrund von diesem Song von ZZ Top. Das ist auch Lagrange. Aber Lagrange ist tatsächlich berühmt geworden durch EMD. Also EMD ist der Arbeitgeber in Lagrange gewesen, und ist die offizielle Versandadresse des Herstellers gewesen, ne? Da war die Zentrale, nee, das heißt, da war Teilefertigung. Die Zentrale wurde später in den Vorort verlegt. Ich weiß jetzt nicht, ob das so wichtig ist, nach McCook. Und ursprünglich war da halt auch die Produktion angesiedelt. Ja, nach wenigen Jahren wurde das dann nach London, Ontario verlegt. Also nicht London in England, sondern in Ontario. So, das war nur zur Produktionsstätte dieser weltberühmten Lokomotiven, die jeder kennt. Die F7, diese hier, hatte dann bereits schon 1500 PS, was bezogen ist auf diese Variante. Ja, ich muss mal eben hier. Ich habe mir natürlich Notizen gemacht. Also ich habe das nicht alles im Kopf, was ich euch erzähle. Deswegen lese ich hier mal ein bisschen ab. Also verzeiht mir das. Ich glaube, das geht in Ordnung. Die spätere New Haven-Lokomotive hatte 1750 PS und Titel F9. Ja. Und ab 1953 wurden die Lokomotiven auch mit einer Dampfheizung ausgerüstet, sodass Personenverkehr zuständig war. Bei der New Haven, die im 1965er Katalog als F9 angeboten wird, handelt es sich aber eigentlich, also wenn man der Geschichte der New Haven Railroad Company folgt, handelt es sich um eine sogenannte FL9. Die FL9 ist eine sogenannte Zweikraftlokomotive, die dann über eine Stromschiene auch nur über den elektrischen Antrieb laufen konnte. Es gab in den USA, zum Beispiel in New York, im New Yorker Großraum, gab es tatsächlich so eine Art Dreileiterstrom, wie bei Märklin. Und da wurde über eine Stromschiene, konnte die Lok Strom aufnehmen und darüber fahren. Kann ich dann, wir gehen dann nachher nochmal auf diese New Haven Geschichte ein bisschen genauer ein. Das ist so mal allgemein erstmal zu den Lokomotiven, ne? So von der Konstruktion her, ja, diesel-elektrisch, hatte ich schon gesagt. Also ein Diesel erzeugt die Energie, um einen Elektromotor anzutreiben, der dann entsprechend die Achsen bewegt, damit sich unser gutes Stück nach vorne bewegt. Achsfolge Bobo, ne? 1, 2, jeweils zwei große Drehgestelle mit entsprechend einzelnen Achsen. Der Motor, der da drin war, war ein EMD Diesel mit der Bezeichnung 567. Der hatte 16 Zylinder und pro Zylinder 9,3 Liter Hubraum. Also das ist schon ordentlich, ne? Da bummst schon was, ne? So, ursprünglich hatte ich ja vorhin eingangs schon mal gesagt, war die Lokomotive ja für den Güterverkehr konzipiert. Und da hat sich aber herausgestellt, dass die zum Rangieren total ungünstig war, die Lokomotive. Und zwar, man konnte ja eigentlich nur, erstmal hatte man ja hier vorne diesen hohen Buckel, man konnte also
nur sehr schlecht im Nahbereich was sehen. Ja, also da musste man beim Rangieren schon richtig aufpassen. Und die Sicht nach hinten war eigentlich nur über das Seitenfenster möglich. Es gab ab 1949 schon die Serie GP7, ebenfalls von EMD. Das sind diese Lokomotiven, wo man, also wo der Motoraufbau etwas schmaler ist und man hier durch ein Seitenfenster an der Seite nach hinten schauen kann. Insofern haben die sich für den Güterverkehr viel stärker durchgesetzt und diese Modelle hier, die F-Serie, wurde immer stärker im Personenverkehr eingesetzt. Im Märklin-Katalog finden sich aber in der Zeit nur Güterwagen amerikanische. Es gibt keinen, bis 1969 glaube ich, keinen einzigen Personenwagen von Märklin. Also auch da, ja, ob die Konstrukteure in den 60er Jahren da sich wirklich so gut mit den Modellen beschäftigt haben, da bin ich mir immer nicht so ganz sicher. Also das war so mehr noch der Spielzeuggedanke und da bin ich dann wieder bei meinem Cowboy und Indianer spielen. Ich glaube, das war damals nicht ganz so dramatisch. Also, jetzt zum Modell 3060-3080. Ausführung AT&TS, also AT&T Santa Fe, Bauzeit 1961 bis 1997 von Märklin im sogenannten Wabanet oder Warbonnet Design. Und zwar passend zu dem berühmten Zug Super Chief. Also Warbonnet. Damit ist dieser Schwung hier gemeint. Ja? Das Warbonnet Design soll, ja, das Warbonnet Design soll ein Federbusch von einem Indianer oder von einem Native darstellen. Da ist es ein bisschen abgeleitet. Das hat sich der damalige Designer dabei gedacht. Gussgehäuse, haben wir schon festgestellt, richtig schwer das Ding. Also hier ist auch nochmal extra Gewicht unten dran. Die schleppt echt was weg und da kann man auch ordentlich hinten was dranhängen, wenn es denn nicht gerade bei mir der Radius 1 ist. Aber auf einem größeren Radius kann man da schon richtig lange Züge mitbilden. Zwei Lichtspitzensignal, zwei Achsen angetrieben mit Haftreifen. Die hinteren, ja, kann man hier, da sind jeweils Haftreifen drauf. Und hier noch in der ursprünglichen Version mit Handschalthebel. Ne? Den gibt es da auch noch. 17,5 cm Länge. Und dieses Modell hier ist eine Version ab 1964, weil hier, ups, diese Stoßplatte hier über der Kupplung, die war vorher erhaben gegossen. Das ist jetzt hier nicht mehr der Fall. Insofern ist das schon eine Version ab 1964 ohne erhabene Stoßplatte. Also mein Jahrgang, ich schaue noch mal hier auf meinen Bilderkarton, von wann der ist hier. Der sagt passend, der sagt sogar 1963, also irgendwo was dazwischen. Also da scheinen die Angaben sich auch so ein bisschen zu widersprechen bei dem Modell.
Ab 1970 wurde, da erkennt ihr dann jüngere Modelle dran. Da war an der Seite dieses neue stilisierte Märklin-Logo dran. Und ab 1983 ist es dann wieder verschwunden. Vorbild, sagte ich schon. AT steht für Atchison, Topeka and Santa Fe Railroad. 1968 ging das dann in eine Holding über. Ja, da wurde die Santa Fe zur Santa Fe Industries. Und danach wurde dann 1983, da war Schluss mit Santa Fe, da wurde es dann die Southern Pacific. Ne? Die hatten insgesamt 215 A-Units und 247 B-Units. Warum? Hatte ich ja schon erzählt, man kann an eine A-Unit halt eben zwei, drei B-Units dranhängen. Insofern brauchte man mehr B-Units. Es gab aber auch Gesellschaften, die haben halt eben nur AA gefahren, also zwei Lokomotiven, oder nur AAA. Das ist je nachdem, wie die Bestände da bei den Gesellschaften waren, wurden die Maschinen dann aneinander gekuppelt. Ja, die Santa Fe war einer der ersten Kunden von EMD, weil die zur gleichen Zeit den Super Chief auf die Schienen gestellt haben. Der Super Chief, das ist dieser Zug mit diesen vielen Airstream-Wagen und den sogenannten Dome Cars, die wurden auch Pleasure Domes genannt. Und ja, genau. Und da gibt es auch von Märklin übrigens von 2014 noch eine Sonderauflage. Es war eine limitierte Geschichte mit 1500 Sets. Die bestand dann aus einer A-Unit, zwei B-Units und halt sechs von diesen Airstream-Wagen. Hochbegehrt das Ding. Ich weiß nicht, was man da heute so für bezahlen muss. Keine Ahnung. So, jetzt muss ich mal eben einen kleinen Schluck Kaffee trinken, weil sonst wird es hier trocken. Jo, also so viel erstmal zur Santa Fe. Ja, Super Chief, kann man vielleicht noch eben zu sagen, das war so der Zug der Stars. Da fuhr Frank Sinatra, Elizabeth Taylor und solche Leute, die fuhren dann von New York, von ihren Wohnungen nach Los Angeles zum Dreh, also nach Hollywood. Insofern hieß sie auch so ein bisschen Hollywood Express. Ja? Und spannende Geschichte, könnt ihr euch, der Artikel von Märklin ist noch zu finden, 26496 heißt das Set. Und da gibt es zum Vorbild eine ganz gute Beschreibung. Könnt ihr euch mal durchlesen? Fand ich ganz spannend. Jo, genau. So, und jetzt wollte ich eigentlich mal, ich bin ja auch selber ganz aufgeregt. Das ist halt meine Santa Fe. Ich bin noch auf der Jagd nach der 4060 in einem ähnlich guten Zustand. Und jetzt mache ich mal hier meinen Karton auf. Also. Das hier habe ich am Sonntag ersteigert auf eBay und habe für die, weil sie mir noch fehlte, für die New Haven 3062, 4062 habe ich insgesamt inklusive Versand 67, 68 Euro bezahlt. Fand ich jetzt nicht schlecht. Der Händler ist Modellwaren aus Leidenschaft. Der eine oder andere wird sie kennen aus Wänden. Macht eine ganze Menge auf eBay. Ich habe da auch schon viel gekauft, muss ich sagen. Und die haben das auch anständig fotografiert. Und haben auch gesagt, dass das ein Zustand 3 ist.
Also Abbrüche, Lackschäden, das war mir alles völlig klar. Und ja, genau. So, jetzt würde ich mal sagen, gehen wir mal hier. Ups. Ich schalte mal eben die Kamera um, damit ihr auch was seht. So, zack. Hier ist der Karton. Und wir haben Chips. Und das machen die auch immer. Bei Modellbahn aus Leidenschaft. Machen wir mal Gummis drum. Habe ich aber schon bei einigen jetzt auch gesehen. Also, erster Eindruck, nein, so einen schlechten Eindruck machen die gar nicht. Okay, hier Wasserflecken auf dem Bilderkarton. Ne? Das ist die Gucken. Ja, die 4062. Aber ansonsten. Die Originalverpackung ist noch da. Ne? So. Das macht's ja aus. Also, dass wir eine ordentliche Lagerung haben. Und ja. Gut. So. Ich habe, glaube ich, gerade das Gefühl. Also, haben sie die Verpackungen schon mal verwechselt? Denn ich denke mal, dass die schwerere sollte ja eigentlich die 3062 sein. Aber gut, das macht ja jetzt nichts. So, haben wir hier noch irgendwas drin? Ja, hier den kleinen Werbezettel und so weiter. Okay, Karton an die Seite geschmissen. Oh, zack. Und dann legen wir mal hier unsere 3060 an die Seite. Da steht sie nochmal. Ich finde die ja schön, ne? Also ich erwarte jetzt, dass das Modell relativ verschrammt ist, dass die Hörner fehlen und dass ich da einiges an Restauration machen muss. Und ich erwarte aber auch, dass sie technisch in Ordnung ist und läuft. So. Ja. Da ist sie. Wie gesagt, genau das tritt ein. Das ist die A-Unit. Klar. So, Hörnchen können wir uns besorgen. Die gibt es immer noch bei Märklin. Das Schwarz ist, denke ich mal, das gleiche, wie es bei allen schwarzen Lokomotiven verwendet wird. So, ansonsten Zustand. Ja, bei dem Weiß, da kann man natürlich, glaube ich, nichts machen. Weil wenn man sie restauriert, ne, also was man wohl ein bisschen nachspritzen kann, ist das Schwarz. Hier vorne beim Spitzenlicht, da ist ein ordentlicher Farbabplatzer. Der ist nicht so schön, den werde ich machen. Unten, ja, gut. Ne. Ich weiß nicht, was meint ihr? Soll man da bei der Einheit groß rangehen? Also ich finde jetzt bei dem Kurs ist das in Ordnung, oder? Also, wollen wir doch mal nicht, wie sagt man so schön, päpstlicher sein als der Papst. Dann stellen wir die mal aufs Gleis. Zack, dann schauen wir mal. Also. Die tut das schon mal. Dann gehen wir an die 4062. So. Ach, guck, das finde ich übrigens auch ganz schön, wenn ein Händler das macht, ne? Ihr habt den einen Prüfzettel. Ne? Da gibt es die Artikelnummer, wie die bei eBay drin war.
So, was das ist, ne? Analog, tralala, ne? A-Unit, B-Unit, vorne, hinten. Das ist natürlich keine B-Unit, wie wir wissen, sondern das ist auch eine A-Unit. Okay, sei demjenigen verziehen, der so normal halt eben auch nicht mit amerikanischen Lokomotiven dealt. Ne? Also der Experte, der weiß sowas natürlich. Ne? Farbfehlerabbrüche, Zustand 3 und das war eine Auktion. Finde ich in Ordnung, wenn man sowas dabei packt. Sehr guter Service. So, jetzt gehen wir mal hier an die vermeintliche B-Unit. Hier sehe ich schon Bullseye, da muss mal ein bisschen Zerlon noch eingeklebt werden. Ansonsten sind die Scheiben da. Hier ist sogar oben noch ein Hörnchen vorhanden. Ja, das heißt, ich brauche auch nicht ganz so viele. Jo. Ansonsten Zustand. Ja, der Zustand ist 3, ne? Also, wenn man jetzt eine Abstufung von 1 beste und 3 schlechteste, kann ja jeder so gestalten, wie er will, dann ist das eine 3, ne? So. Vorne. Okay. Lichter, Gläser sind noch drin. Das Dekal ist ein bisschen matschig. Ja. Der Seite gefällt sie mir eigentlich sogar sehr gut, muss ich sagen. Ja. Das finde ich schon sehr gut. So, dann kuppeln wir die mal. Auf unserer neuen Regalanlage. Eingestellt werden. Machen wir jetzt nicht. Und Licht geht. Also so wäre sie ja richtig gekuppelt, ne? Es wird ja nach vorne gezogen. Ja. Ne? Ja. Habe ich sie nicht richtig aufgegleist oder ist das noch meine Geschichte vom letzten Mal? Obwohl. Also, weiter geht's. Katsching. Na? Also, mit dem Entgleisen hat es ein bisschen. Gut. Ich bin auch ein bisschen schnell unterwegs. Also, das ist nicht normal. Ich denke mal, schauen wir mal, da ist hinten irgendwas nicht ganz gut eingestellt. Und ich guck mal, warum der an den Gleisen gerne entgleist. Wenn ihr da Erfahrungen habt, lasst mich das gerne wissen. Also, jetzt, ich nehme sie einfach runter. Ich würde mal sagen, Enttäuschung ist ausgeblieben. Enttäuschung ist absolut ausgeblieben. Ich bin mehr als zufrieden mit dem, was ich da gekauft habe, muss ich sagen. Und habe jetzt nur noch die Jagd vor mir was sag ich denn jetzt? Quatsch. Also die 4060 fehlt mir noch. Warum stammel ich hier so rum? Kann ja auch nicht wahr sein.
Also, zu der New Haven habe ich auch noch ein bisschen was recherchiert. Das erzähle ich jetzt auch noch ganz schnell. Und dann soll auch Schluss sein hier heute. New Haven in Hartford Railroad. Wenn ich nach dem Lokomotivbestand und alles, was ich so rausgefunden habe auf amerikanischen Internetseiten, die irgendwie was zur New Haven, Hartford Railroad Company verlautbaren haben, da gibt es die F-Serie tatsächlich nur als FL9. Und ich denke auch, weil das so zum Zeitraum passt, dass Märklin hier eine FL9 nachgebildet hat. Kurios ist übrigens bei beiden, beide Maschinen haben die Betriebsnummer 337. Ist das eigentlich schon mal jemandem aufgefallen? Ups. Das ist die gleiche Betriebsnummer. Und ich muss jetzt mal eben hier meinen Gimbal festhalten. Jetzt muss ich schnell machen. Also, die haben die gleiche Betriebsnummer. Und sind äußerlich auch 100% gleich. Genau, nochmal zur New Haven Railroad. Die war wirtschaftlich relativ schnell am Ende. Die haben 1955 einen Unfall gehabt mit einer Lokomotive, wo der wirtschaftliche Schaden sehr groß war. Und dann gab es noch ein paar andere blöde Geschichten, die jetzt nicht so unbedingt das sind, was man sich als Unternehmer wünscht. Und 1961 war quasi die New Haven wirtschaftlich am Ende. Also als die Lokomotive von Märklin herausgebracht wurde, gab es die New Haven schon nicht mehr. Na? Äußerlich sind beide Maschinen gleich, hatte ich schon gesagt. Also 3060 und 3062. Das Gehäuse ist gleich. Das Unterscheidungsmerkmal beim Modell, klar, ist die Lackierung natürlich. Aber in Wirklichkeit ist der Vergleich zwischen einer F7 und einer F9 nur ein zusätzliches Lüftungsgitter. Ne? Das sitzt zwischen dem vorderen Maschinenraumfenster und der Führerstandstür. So, da muss ich mal eben gucken, ob man das jetzt hier noch ein bisschen ausmachen kann. Also, ja, genau. Müsste hier, ups, da wo das Bullseye ist, ja, da wo das Bullseye ist, da gibt es ja hier, gibt es einen Lüfter. Und zwischen Bullseye und der Tür müsste tatsächlich noch ein Lüftungsgitter sein. Und ja, das wäre dann auch im Modell korrekt gewesen. Aber das Thema hatten wir ja schon. 1965 hat, glaube ich, noch keiner wirklich darüber nachgedacht. Also als ich geboren wurde. Ob da ein Lüftungsgitter mehr oder weniger ist. Wann ist das so aufgekommen? Wann sind wir angefangen, Nieten zu zählen in unserem Hobby? Kann mir das einer sagen? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ich finde sie beide schön, die Lokomotiven. So, das mal dazu. Und die werden nachher auch natürlich auf meiner M-Gleisanlage durch die Schweizer Chaletlandschaft fahren. Inklusive Wagen. Quatsch. Was ich noch ein bisschen kurios fand, weil das auch nicht so in die Märklin-Logik passt, dass der international bekanntere Zug, oder wenn man so in der Öffentlichkeit bekanntere Zug, dieser gelbe, der Rio Grande, der von 1976 bis 1984 von Märklin gebracht wurde, als Nachfolger von der New Haven, dass der die gleiche Artikelnummer hatte. Also mit so einer unterschiedlichen Lackierung, das unter der gleichen Artikelnummer
zu bringen, finde ich schon, ja, interessant für Märklin. Sagen wir es mal so. Das ist eine Geschichte, die ist wirklich, das ist wirklich mal so ein spannendes, nennen wir es mal Fun Fact. Ja? Ja, genau. Also das war meine Neubeschaffung. Ich werde mich jetzt mal hier am Wochenende ein bisschen ans Lackieren machen. Ich hoffe, dass das Ergebnis ist noch gut. Ach so, wollte ich euch noch zeigen. Den kann ich noch eben zeigen. Und zwar hatte ich noch einen Western Pacific bei eBay geschossen. Da habe ich eigentlich zu teuer bezahlt. Also da habe ich inklusive Versand aber 22 Euro für bezahlt. Aber in einem sehr anständigen, schönen Zustand. Und das Interessante ist eigentlich diese Verpackung. Also, ups, so rum. Diese Verpackung. Weil das ist ja, eigentlich ja noch so aus der Zeit der Bilderkartons. Die ist aber 1976 rausgekommen und war nur relativ kurz zu haben. Ihr kennt die US-Wagen alle in dem orangefarbenen Kartons. Die meisten, also unter anderem den New Haven, dann gibt es noch diesen Southern, glaube ich. Und da ist Märklin dann mit der Kartonageumstellung offenbar nicht konsequent gewesen. Diesen hier gab es die ganze Zeit noch im orangen Karton. Während der AT&T SF Caboose, dieser Güterzugbegleitwagen, und die Gondola, die wurden in den hellblauen Kartons rausgebracht. Bei den Boxcars hat man keine hellblauen Kartons gebracht. Oder korrigiert mich, wenn ihr mir einen hellblauen Karton zeigen könnt, dann korrigiere ich das gerne nochmal und sage, der Ralf redet wieder Scheiße und hat keine Ahnung und was weiß ich alles. Aber ich habe mir da echt schon einen Wolf gesucht. Es gibt die Boxcars offenbar entweder nur sehr selten in den sehr selten in den dunkelblauen Bilderkartons. Und nicht im hellblauen, sondern immer nur in den orangen Kartons. Und da sind sie eigentlich auch ganz gut bezahlbar. Jo, das war's. Habt einen schönen Abend. Nächste Folge, wegen dieser schönen Ähnlichkeit hier, gehen wir mal auf meine beiden No-Hubs ein. Die habe ich schon an die Seite gelegt. Auch so ein Ding. Gleiche Kartonagen. Unterschiedliche Artikelnummern. Freut euch drauf. Die sind beide in einem tollen Zustand. Laufen super. Und dann reden wir über eine andere Maschine, nämlich von EMD. Die Lizenzlokomotiven, die dann nach Europa und in alle Welt verkauft worden sind. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Jo, bleibt mir gewogen und ich freue mich, wenn ihr ein Abo da lasst. Und wenn nicht, erzählt vielleicht einfach weiter oder whatever. Bleibt nett zueinander. Bis dann. Ciao.